CryptoTV und FS1 präsentieren den Golden Earth Vision Kongress von 5. November 2016. Es sprachen dort der Allgemeinmediziner Dr. Leubner. Er plädiert für eine bessere Aufklärung von Patienten und Ärzten über die Risiken von Impfungen. Mit dabei Joe Conrad von BewusstTV. Er machte sich auf diesen Kongress Gedanken über den Wandel des Bewusstseins in der Menschheit. Joe glänzte auf diesem Kongress auch noch als Gastmoderator. Mit seinen wohldurchdachten Fragen konnte er in 3 zusätzlichen Interviews den angesprochenen Themen viel Klarheit verleihen. Unter anderem interviewte er die Veranstalter dieses Kongresses, den Verein Golden Earth Vision. Sie widmen sich dem großen Ziel, Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Dazu fördern sie zum Beispiel auch die Leis-Schule und die Wildnisschule Auenland. CryptoTV war vor Ort und konnte miterleben, wie dort den Kindern ein bewusster Umgang und ein vernünftiges Leben mit der Natur gezeigt wird. Kräuterkunde, Löffelschnitzen, Lagerfeuermusik und das Kennenlernen der Waldtiere ist nur ein kleiner Anteil, der dort den Kindern spielerisch vermittelt wird. Eine eigenständige Filmdokumentation darüber wird auf FS1 und CryptoTV folgen. Joe interviewte auch noch den schon zuvor erwähnten Dr. Leubner und als dritten Gast stellte Joe Conrad ein paar Fragen an Eduard Kahn, der uns auch die Leis-Schule ans Herz legen will. Und den krönenden Abschluss bietet uns Christa Jasinski mit den authentischen Geschichten über das Leben und die Wesen in der Innererde. Und diesbezügliche Hinweise zum Untersberg wird sie uns auch noch offenbaren. Nach dieser Konferenz durfte ich Frau Jasinski in einem kurzen Interview noch ein paar eigene Fragen stellen. Ach ja, und bei jedem der 3 Sprecher floss ein 30-minütiges Podiumsgespräch ein, wo die Zuseher noch ihre offenen Fragen live stellen konnten. Die Vorträge werden am Ende von der Familie Diane, Elias und Bea Gemsjäger und dem Konferenzmoderator Norbert Bartner musikalisch abgerundet. Ja, dieser Kongress war sehr umfangreich. CryptoTV hat sich dort noch lange und ausgiebig umgesehen und für euch noch zusätzlich ein paar andere interessante Menschen für ein Interview hervorholen können, die sehr originelle Heilpraktiken vorstellen. Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen im Golden Earth Vision Center und in dieser Episode mit Frau Christa Jasinski. So, jetzt darf ich gleich unseren nächsten Gast ankündigen. Ich werde auch nicht viel darüber reden. Ich sage nur ein paar Worte. Innere Erde, hohle Erde, Athos von Thalos, Alf und Christa Jasinski. Ja, erstmal möchte ich mich bedanken bei den beiden wunderbaren Einladern hier, Andrea und Norbert, und bei all denen, die hier dazu beigetragen haben, dass hier so ein wunderbares Haus entstanden ist. Ich finde das wunderschön. Ihr ist heute den ganzen Tag bei allem, was hier war, irgendwie Tag aufgegangen. Ich war jetzt etwa 10 Tage in Österreich unterwegs zu einer Vortragsreise. Heute ist mein letzter Tag hier. Morgen fahre ich wieder zurück nach Deutschland. Und ich bin sehr berührt, was ich hier alles in Österreich erlebt habe in den letzten 10 Tagen. Säle waren voll und ich glaube einfach, dass die Österreicher nicht ganz so zugedeckt sind wie in Deutschland, obwohl ich in Deutschland auch schon volle Säle hatte, so ist nicht. Aber ich habe hier im letzten Buch, was alles geschrieben hat, einen kleinen Absatz gefunden, den wollte ich zum Anfang mal vorlesen. Da heißt es, Moritz, da ist alt in einem Gespräch mit dem Großmeister seines Ordens, wo er damals drin war. Moritz wechselte das Thema und erzählte mir über Österreich. Er fühlte sich sehr dorthin gezogen und er meinte, dass es für mich gut sein könnte, dort hinzuziehen. Du brauchst nur deine persönliche Art mitzubringen, die germanisch ist. Denke mal ernsthaft
Ist der Österreicher etwa germanischer als der Deutsche? In jedem Fall ist er echter Volksstamm zu Hause. Wer ist das noch in Deutschland? Lachte der Großmeister auf. Ja, ich freue mich vor allen Dingen, dass noch so viele hier sind. Erstmal ist schon Abendtisch. Und es ist auch ein Thema, was nicht so jedermanns Thema ist, ganz bestimmt. Es ist ein gewagtes Thema. War es auch für mich. Zwar nie mein Thema, aber ich bin dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich war bis vor 3 Jahren mit einem Mann, der ist vor 3 Jahren gestorben. Der war Mitglied in einem Orden, der nennt sich Mula. Das heißt mystischer Orden hermetischer Lehren Atons, die Abkürzung. Der Mola-Orden war ein reiner Bewahrerorden, war kein Machtorden. Dieser Orden hat 3700 Jahre lang existiert und sah sich die einzige Aufgabe, alte Schriften aufzubewahren, alte Schriften aufzubewahren und so weiter. Alt war ein Mensch, der... ich sagte gerade, Alt war in einem Orden. Und Alt ist in diesen Orden gegangen, weil er ein Mensch war, der gesammelt hat, der Informationen gesammelt hat in Mengen, der sich für die Geschichte, unsere Geschichte sehr interessiert hat und dem auch klar war, dass unsere Geschichte falsch ist, in den meisten Fällen. Alf hat sich auch für die Bibel interessiert und er wusste, dass in der Bibel ganz viele Wahrheiten steht. Dass für ihn war die Geschichte, er sagte mir immer, das ist mehr ein Geschichtsbuch als was anderes. Ganz viel ist, sind wirklich geschichtliche Hintergründe davon. Ja, vor 2002 war Alf mal sehr krank und dann hat ihm ein Ordenskollege geraten, er soll mal ein paar Tage ausspannen in den Bergen. Wir haben dort damals in Augsburg gewohnt und er ist dann nach Garmisch gefahren. Dieser Ordenskollege, der war Arzt und der sagte ihm, er wüsste dann eine Hütte, auf die er gehen soll und sich einfach mal ein paar Tage, ausspannen soll. Auf dem Weg, Bedingung war, dass er zu der Hütte hochläuft und nicht mit der Bahn hochfährt. Und er hat das gemacht und ihn überholte dann ein 80-jähriger Franziskanerpater, mit dem er dann ins Gespräch kam. Also der war viel fitter als er damals. Und später erfuhr, dass das alles geplant war. Er sollte diesen Franziskanerpater kennenlernen. Der war der damalige Imperator von Mulaorden oder der oberste Imperator. Und er hat dann ein paar Tage mit diesem Frater Peter zusammen verlebt. Und der Frater Peter war für ihn über eine längere Zeit dann so etwas wie ein Mentor. Er hat sich mit ihm danach später sehr viel getroffen und er hat enorm viel auch von ihm gelernt. Und der Frater Peter starb dann und auf der Totenfeier, die der Orden für ihn veranstaltet hat, kam er in Kontakt mit einem Pärchen, von dem gesagt wurde, das seien Außerirdische, die in der Erde leben. Alf hat das erst gar nicht so richtig geglaubt, er hat dann reagiert und ich bin der Kaiser von China. Aber er hat dann, ihm wurde dann im Laufe des Abends 2 oder 3 Mal von anderen bestätigt, dass das richtig ist. Und dann wurde er neugierig und man sagte ihm dann, du kannst sie gerne kennenlernen, wenn du das möchtest. Natürlich wollte er. Und es stellte sich dann heraus, dass das ein Pärchen ist, die zu denen gehören, die sich als Frill bezeichnen. Denn, ich weiß nicht, die Bezeichnung Frill haben wir sicherlich einige schon mal gehört. Frill ist eigentlich nur die Bezeichnung für Mensch. Das bedeutet nichts anderes in deren Sprache als Mensch. Also
Die beiden, das Pärchen kam von einem Planeten, der nannte sich Achille. Und wenn die sich vorstellen, sagen die halt, ich bin ein Friel vom Planeten Achille, so wie wir sagen würden, ich bin ein Mensch vom Planeten Erde. Dieses Pärchen lebt nicht vollständig in der Erde, ist aber sehr viel dort. Die sind dort zu Gast. In der Erde gibt es eine ganze Reihe, die zu Gast sind. Und Alf durfte dann so nach und nach einfahren. Also man hat ihn eingeladen in der Erde. Und zwar körperlich. Beim ersten Mal ist er eingefahren im Allgäu mit einem Fahrstuhl. Es war tatsächlich ein mechanischer Fahrstuhl, aber nur ein Stück in so ein größeres Höhlensystem. Obendrauf war eine Hütte, das konnte keiner sehen, was da drunter ist. Von diesem Höhlensystem aus konnte man dann weiterfahren mit einer Röhrenbahn. Und diese Röhrenbahn ist eigentlich eine Technik, die wir vor tausenden von Jahren auch schon hatten. Vor tausenden von Jahren war innen und oben auf der Erde alles offen. Wir haben hier sowohl innen als auch hier oben gelebt. Diese Röhrenbahn funktioniert in dem unsere Erde ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse und man hat dort Röhren durchgeschoben. Und diese Röhrenbahn funktioniert, indem vor der Bahn ein Vakuum entsteht und gleichzeitig wird aber auch jede einzelne Zelle der Menschen, die dort in dieser Bahn sitzen, mitbeschleunigt. Das heißt, man hat gar nicht diesen Rückstoßeffekt, wenn die Bahn anfährt. Man hat das Gefühl, die fährt gar nicht, hat mir alles erzählt. Später ist er dann nach Innererde auf einem ganz anderen Weg eingefahren. Ich werde immer gefragt, ja, wie ist er da hingekommen? Ich kann es nicht erklären und er konnte es eigentlich auch nicht erklären. Alf hat versucht, sich das erklären zu lassen, aber Alf war erstens kein Wissenschaftler. Er hat gesagt, ich habe es nicht begriffen. Er sagte, er bekam bei uns einen Anruf. Er wurde dann gefragt, ob er einfahren möchte nach Innererde. Und er hat fast immer Ja gesagt, weil Alf war beruflich nicht gebunden, er war halt freischaffend. Und dann wurde ihm gesagt, komm um die und die Uhrzeit dort und dorthin. Das war irgendeine Stelle in der Natur. Dort ist ein Zeitfenster offen. Und wenn er dort hinging, tat sich plötzlich so eine Art Blase vor ihm auf und er war dann in dieser Blase und er sagt, das war mein Fahrstuhl nach Innererde. Man hat ihm versucht zu erklären, wie es funktioniert, Alf hat es nicht begriffen. Und er konnte es mir dadurch natürlich auch nicht weiter erklären. Jetzt, das ist nur jetzt erstmal am Anfang, um zu zeigen, um zu sagen, er war wirklich, ich werde oft gefragt, war der wirklich körperlich da? Ja, er war körperlich da. Er hat mit den Leuten gegessen, getrunken, gefeiert, alles. Und wie sieht unsere Erde aus? Unsere Wissenschaftler sagen ja, wir haben einen Eiskern, der geschmolzen ist. Und darum ist dann die Erdkruste und darauf leben wir. Die Innerirdischen haben dem Alf das völlig anders beschrieben. Unsere Wissenschaftler irren, wenn sie meinen, dass wir einen flüssigen Eisenkern haben. Die Erde ist im Innern hohl, zumindest so, wie es Alf beschreibt oder beschrieben hat. Die Erde hat eine innere Sonne. Diese Sonne ist in Interaktion mit unserer äußeren Sonne. Sie ist eine Plasmasonne. Und zwar findet dort kalte Fusion statt. Und im Gegensatz zu dem, was unsere Wissenschaftler sagen, ist unsere äußere Sonne auch nicht heiß, sondern kalt. Also nicht eiskalt, aber sie hat halt lange nicht die Temperaturen, uns gesagt wird. Die beiden Sonnen sind in Interaktion miteinander. Ja, und um die Sonne im Innern der Erde ist ein Vakuumgürtel und darum ist dann ganz normale Atmosphäre wie hier oben auch. Im Inneren gibt es Seen, gibt es Flüsse, Wälder. Genauso sieht eigentlich gar nicht so viel anders aus als hier.
So wie Alf mir das zumindest beschrieben hat. Ich werde ganz oft gefragt, hast du Beweise? Nein, die habe ich natürlich nicht. Alf hätte gerne mal Fotos gemacht, aber ihm hat man gesagt, unsere ganze Elektronik würde bei der Einfahrt zerstört. Also er konnte kein Fotoapparat oder irgendwas mitnehmen. Das Einzige, was er mitnehmen konnte, war sein Tagebuch und Stift. Und Alf war von Kindheit, eigentlich von, also von Jugend an, ein eifriger Tagebuchschreiber. Er hat immer mit ganz viel mitgeschrieben. Und er hat auch in den 10 Jahren, wo er diese Kontakte hatte, alles mitgeschrieben, jedes Gespräch, was er in der Erde geführt hat, aber auch jedes Gespräch, was er mit den Menschen, die mit ihm in dem Mulleron waren, geführt hat. Und er hat mir also einen ganzen Karton voll Tagebücher hinterlassen, die ich jetzt aufarbeite, weil da so viel Wissen drin steht. Es geht nicht nur um ihn, es geht um unsere gesamte Geschichte und um ja, alles, was uns verpflichtet. Ich könnte eigentlich, bräuchte ich, was so unsere jetzige Situation anbetrifft, gar nichts sagen. Das hat der Joe vorhin alles hervorragend gemacht, nämlich das Gleiche sagen die Innerirdischen auch. Also ich kann dir nur beipflichten in allem, was du gesagt hast. Deswegen beschränke ich mich eigentlich jetzt so ein bisschen drauf, wie sieht es da aus, wie leben die Menschen dort, wer lebt dort und so weiter. Ja, was Beweise betrifft, kann ich möchte ich gerne 2 Dinge sagen, die ich gerne erzähle, weil sie für mich so verblüffend waren, dass das für mich auch ein Beweis war. Also einmal zum Beispiel hat Alf sich morgens von mir verabschiedet, weil er wollte einfahren und kam abends mit einem 3-Tage-Bad nach Hause. Das war so, Alf erzählte mir dann, er kam nach Innerwerde und man hat ihn gefragt, ob er Lust hätte, mit ihnen mal ins Weltall zu fliegen. Natürlich hatte er Lust, er hätte da Nein gesagt. Und dann hat er gesagt, aber ich muss dann meine Frau anrufen, weil die erwartet mich heute Abend. Und er hatte vorher gefragt, wie lange sie unterwegs seien. Und da haben sie gesagt, 3 Tage. Und da hat er gesagt, muss ich meine Frau anrufen, die erwartet mich heute Abend. Und da haben die gesagt, nee, brauchst du nicht, du bist heute Abend zu Hause. Und es war wirklich so, das war so meine größte Verblüffung, die ich in dieser Zeit erlebt habe. Er kam tatsächlich abends mit einem 3-Tage-Bad nach Hause. Das Zweite, was mich verblüfft hat, das war einmal Silvester, die Geschichte erzählt ihr auch sehr gerne. Es war kalt und es hat ganz stark geschneit draußen. Alf lag im Wohnzimmer und hat ein bisschen gelesen. Wir hatten nicht groß vor, Silvester zu feiern. Ich habe in der Küche gesessen, ein bisschen Astrologie gemacht. Dann habe ich, ja, und dann klingelt es. Und da ich näher an der Tür war, bin ich an die Tür gegangen. Und es, wie gesagt, es hat stark geschneit. Und von unserem Gartentor bis zur Haustür sah man Fußstapfen eines Mannes. Aber es stand kein Mann vor der Tür. Und ich habe dann gedacht, ja, will mich jetzt hier jemand veräppeln? Bin dann einmal rund ums Haus, weil ich schauen wollte, wo kamen jetzt die Fußstapfen jetzt, weil es ging keine weg, es ging nur zur Tür und es schneite sehr stark. Ja, und als ich dann zur Tür zurückkomme, sehe ich Fußstapfen von der Tür zur Straße und Alf steht unten im Flur und sagt, hast du Ulur gesehen? Ulur war der Mann von diesen Pärchen, die er kennengelernt hat auf der Totenfeier von Frater Peter. Und ich habe ihn nur ganz dumm angeguckt. Ich habe gesagt, ich habe niemanden gesehen. Ich sehe nur die Stufen, dass die Tritte vorher nur zur Tür gingen und danach weggingen. Und gesehen habe ich niemanden. Und dann sagt er, Ulu war hier. Ja, er hat später Ulu gefragt, wie er das gemacht hat. Und dann hat er gesagt, durch Zeitverschiebung. Ich kann aber nicht erklären, wie sowas funktioniert. Also ich denke, wir sind im Augenblick alle in einer Zeit, wo wir feststellen, dass unsere Zeit nicht linear ist, wie wir denken. Sie ist
teilweise, sie ist natürlich linear eingeteilt durch die Regelmäßigkeit von Sonnenumlauf und Tag und Nacht. Aber Zeit hat auch noch andere Dinge. Man kann, wenn man bewusst mit dem Wesen Zeit umgeht, kann man Zeit dehnen und man kann auch Zeit stauben. Viele Leute haben sicherlich schon mal gemerkt, dass sie manchmal in einer relativ kurzen Zeit ganz viel schaffen, wo sie denken, ja, wie habe ich das in der kurzen Zeit geschafft? Das sind so Dinge, da haben wir die Zeit unbewusst gestaucht. Und die Innerirdischen machen das bewusst und die können auch Zeit verschieben für sich, so wie sie es brauchen. Das lernen wir alles noch. Die Zeit ist eine Variante der vierten Dimension und wir leben in der vierten Dimension. Uns wird ja immer gesagt, wir würden in der dritten Dimension leben. Das ist aber nicht richtig, weil wenn wir in der dritten Dimension leben würden, könnten wir keine drei Dimensionen überblicken. Die kann man nur überblicken, wenn man darüber ist. Und wir leben in der vierten Dimension. Die Dimensionen sind natürlich nicht abgehackt, so bis hier geht die dritte und da fängt die vierte an, sondern das geht alles ineinander über. Mhm. Die Dimensionen sind übrigens eine reine Bewusstseinssache. Die Innerirdischen leben in der fünften Dimension. Die fünfte Dimension ist die Dimension der direkten Materialisation. Also die Menschen dort können mit ihren steuern und machen fast alles mit ihren Gedanken. Was wir alles nur teilweise mal durch Zufall schaffen, noch, das können die ganz bewusst. Deswegen kommt aber auch keiner, der nicht reine Gedanken hat, in die fünfte Dimension rein, weil das wäre eine Katastrophe. Ja, warum leben die Innerirdischen, oder machen wir erstmal so, wie leben die da überhaupt? Wer die Anastasia-Bücher gelesen hat, der kann sich das ziemlich gut vorstellen, denn genau so wie Anastasia das in ihren Büchern beschreibt, so in etwa jedenfalls, leben die. Die Menschen haben keine Städte, sie leben auf Landsitzen in Dorfgemeinschaften. Sie sagen, Städte braucht man nur dann, wenn man Menschen konzentriert irgendwo braucht, um Arbeitsplätze zu schaffen oder um sie auch besser versklaven oder beeinflussen zu können. Die Innerirdischen sagen, ein Mensch, der Schöpfer ist, braucht um sich Mutter Natur und der braucht um sich Raum. Weil die Erde ihn bei seiner Schöpferaufgabe unterstützt. Wie das Ganze, wie diese Unterstützung aussieht, habe ich persönlich einmal erleben dürfen. Das hat mich auch sehr verblüfft. Alpha ist ja relativ früh gestorben. Er ist mit 61, im Alter von 61 gestorben. Und ein Jahr vor seinem Tod ist bei ihm die Bauchaorta geplatzt. Und er kam ins Krankenhaus, die haben ihn mit einer Notoperation damals gerettet. Und er hat dabei viel Blut verloren. Und sein Hausarzt sagte mir dann, ich soll gucken, dass er irgendwas macht, dass er wieder Blut bildet. Und dann wir Tabletten und solche Dinge abgelehnt haben damals. Und ich habe dann angefangen, ihm jeden Tag Rote-Bete-Saft zu machen. Wir hatten Rote-Bete im Garten, aber nicht die Menge, um jeden Tag in größeren Mengen ihm so einen Saft da zu pressen. Und plötzlich stellte ich fest, dass in meinem Garten die Rote-Bete anfing zu wachsen, wie verrückt. Ich habe Fotos davon, wie groß die waren. Die waren wirklich wie Rüben, wie große Rüben, so groß. Ich hatte noch nie so große Rote-Bete gesehen. Und
Ein anderes Beispiel, wie die Natur einen Menschen unterstützt, der mit der Natur und in der Natur lebt, hat Alfin Innererde erlebt. Auch dieses Pärchen, also die nannten sich Lür und Mara, die dort in Innererde zu Gast sind oder als Botschafter ihres Planeten sind, haben dort auch einen Landsitz. Und sie haben Alf mal in ihren Garten gebeten und haben ihm von zwei verschiedenen Beeten Karotten gegeben. Und sagt so, die rechten Karotten, sagte Ölür zu ihm, das sind die, die ich gesät habe, und die linken sind die Mara gesät hat. Und sie haben beide den Samen eingespeichert erst. Und sie wurden aber, beide Samen wurden am gleichen Tag zur gleichen Zeit gesät. Aber beide haben jeweils die Information von dem anderen bekommen. Also Ölür hat auch seine Ausscheidung dort, mit seinen Ausscheidungen dort gegossen, also sein Urin, und Mara auch ihr Beet, und sie sind dort auch barfuß gelaufen, und die Erde nimmt auch darüber eine ganze Menge auf. Und dann hat Ölür von jedem Beet eine Karotte rausgezogen und hat sie Alf gegeben und hat gesagt, so, jetzt probier mal die und probier mal die. Ist gleich der gleiche Samen am gleichen Tag gesät, und die haben völlig unterschiedlich geschmeckt, hat Alf gesagt. Die haben beide gut geschmeckt, aber sie haben wirklich unterschiedlich geschmeckt. Und die haben gesagt, das liegt daran, weil die rechten Karotten haben sich auf mich eingestellt und die linken Karotten haben sich auf Mara eingestellt. Also, und die Natur tut alles, um uns zu unterstützen. Aber wir müssen auch in ihr Leben. In Städten weiß die Natur gar nicht, für wen sie was machen soll. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur auf dem Land. Und so leben die Menschen in ihrer Erde. Es gab eine Diskrepanz. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe eine Vortragsreise gemacht. Da war ich jetzt in Fürstenfeld. Da habe ich zwei Vorträge gehalten. Und die das organisiert hat, die hatte die Schriften auch gelesen von dem Admiral Byrd. Und sie fragte mich dann, sind die richtig? Alf sagte mir damals, es wurde von Innererde bestätigt, der war dort. Er beschreibt aber in seinen Unterlagen, sagt sie, da gibt es eine Diskrepanz. Er beschreibt in seinen Unterlagen Städte oder eine Stadt. Und du sagst, da gibt es keine Städte. Und da war ich auch erstmal ganz verblüfft. Aber weil ich kannte die Geschichte von dem Admiral Byrd nur vom Hörensagen, ich hatte sie nicht gelesen. Und ich bin aber noch im mentalen Kontakt zu Alf, und ich kann auch mentalen Kontakt zu Innererde bekommen, wenn ich das will. Dazu sage ich gleich auch noch was, aber ich stand erstmal da, konnte dazu nichts sagen, und dann bekam ich die Information. Admiral, das war ja in den 50er Jahren, als er dort war. Und Admiral Byrd hat was gesehen, was er für eine Stadt hielt. Das war nämlich ein Raumhafen, und sowas kannte er nicht. Und wenn er schreibt, da ist eine Stadt, dann meint er diesen Raumhafen. Genauso beschreibt Admiral, das war das Nächste dann, er beschreibt, dass da 3 Meter große Menschen wohnen. Und ich erzähle immer, nein, da wohnen keine 3 Meter großen Menschen. Und auch die Diskrepanz konnte ich aufklären durch die Informationen, die ich danach bekam. Admiral Byrd hat dort unten hat die Menschen, die dort leben, kennengelernt, aber zu dem Zeitpunkt waren zu Gast dort Harukanier. Und die Harukanier sind wo wir auch schon Ausgrabungen von gefunden haben, und das sind diese Langschädelreptiloide, die diesen langen Hinterkopf haben. Da haben unsere Wissenschaftler auch schon Schädel ausgegraben von. Und die sind 3 Meter groß. Und wenn ich irgendwo hinkomme und sehe, habe eine ganze Reihe Menschen, die so sind wie ich, mit denen rede ich, und es sind aber auch 3 Meter große Menschen dabei, welche beschreibe ich? Die 3 Meter großen Menschen, weil die sind für mich das Besondere. Und das hat er gemacht. Also in Innererde selber leben 2 verschiedene Spezies. Das eine sind Homo sapiens wie wir.
Und die zweite Spezies ist eine Reptospezies. Das sind die, die unsere Wissenschaftler als Neandertaler bezeichnen. Also unsere Wissenschaftler haben Überreste von denen gefunden, bevor die sich in Innererde abgeschottet haben. Und das ist eine reptiloide Spezies. Beide Spezies haben mal friedlich nebeneinander gelebt auf unserem Planeten. Ja, jetzt könnte die Frage kommen, warum sind die in Innererde und warum sind von uns Homo sapiens unten und warum sind wir hier? Was ist passiert? Warum haben die sich abgeschottet? Warum leben die in der fünften und wir in der vierten Dimension? Unsere Erde wurde immer schon von Außerirdischen besucht oder wird seit sehr langer Zeit, sagen wir mal so, von Außerirdischen besucht und nicht alle meinen es gut mit uns. Es kamen dunkle Außerirdische hier an, die nur im Kopf hatten, unseren Planeten auszubeuten und uns als Sklaven zu nutzen. Und die kamen dann hier und haben halt festgestellt, da leben zwei Spezies. Und dann haben die erstmal überlegt, was kann ich tun? Haben die erstmal beobachtet. Und dann haben die festgestellt, der Homo sapiens, der ist eifrig, neugierig, der ist leicht zu begeistern, viel leichter zu beeinflussen, während diese Reptospezies, die wir als Neandertaler bezeichnen, die sind in ihrer Art etwas träger, überlegter, nicht sofort so himmelhochjauchzend und sie sind in ihren Gefühlen ausgeglichener. Und wenn ich mir dann diese beiden Spezies angucke, dann ist mir ganz klar, der Homo sapiens ist leichter zu beeinflussen als die anderen. Die sind viel bedachter. Die sind nicht so leicht zu beeinflussen. Und dann haben die eins gemacht, sie haben unsere beiden Spezies aufeinander gehetzt. Und wir haben uns hetzen lassen. Und es gab massive Kämpfe, die sind im Mahabharata als die Bruderkämpfe beschrieben. Da wurde Arjuna gegen seine Brüder regelrecht aufgehetzt. Und irgendwann, ich sagte ja, die Reptos sind bedachter und träger, obwohl wir uns damals nichts geschenkt haben, die waren genauso schlimm mit den Kämpfen wie wir. Wir haben sogar, wenn unsere Männer gegen die Männer in Innererde, die Reptomänner in Innererde kämpfen würden, Mann gegen Mann, hätten die wenig Chance, weil die sind von der Statur her kräftiger und etwas gedrungener und sie sind viel kräftiger. Da hätten wir wenig Chance. Aber sie sind eben auch träger und haben keine Lust, hatten nicht die große Lust zu kämpfen und dann haben die sich irgendwann nach Innererde zurückgezogen, einige von uns Homo sapiens mit und haben Licht gemacht. Alle Menschen auf der Erde wir waren alle mal in der fünften Dimension und die Innerirdischen haben dadurch, dass sie sich abgeschottet haben, hatten die Möglichkeit, wieder in ihre ursprüngliche Schöpferkraft zu kommen und wir sind immer weiter gefallen danach. Wir haben uns als Sklaven nehmen lassen. Das sind auch heute noch die Außerirdischen, die unsere Regierung im Griff haben. Ja, also ich könnte jetzt hier stundenlang erzählen, aber ich denke, ich würde lieber Fragen beantworten, weil ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Fragen da sind. Also, wenn nicht, erzähle ich weiter. Also, wenn jemand Fragen hat, dann würde ich mich melden. Ja? Habe ich das richtig? Ich kann aber auch häufig reden. Ja. Liebe Frau Jasinski, habe ich Sie richtig verstanden? Sie waren selber körperlich nie in der Erde, sondern Sie können sich geistig hineinversetzen. Ja. Das ist richtig. Und zwar, das hat ganz, ganz verrückt angefangen. Alf hätte immer gerne gehabt, dass ich mit eingeladen werde. Viele fragen mich, warum er. Die Innerirdischen sagen, das hat mit der Seelensignatur zu tun. Das ist das, was wir als unsere Aura bezeichnen, sagen die Innerirdischen, das ist die Seelensignatur. Und er sagt, sie haben zu ihm gesagt, zwei Gründe gibt es, warum ich nicht mit eingeladen werde. Das erste ist, es ist nicht in meiner Seelensignatur, also hat nichts mit meiner Lebensaufgabe oder sonst was zu tun. Und das zweite ist, deine Frau hat längst Kontakt. Und dann hat Alf mir das erzählt, ich sage, wo habe ich Kontakt? Weil ich
mir war das nicht bewusst. Und dann haben sie zu euch gesagt, dass sie mir mal Informationen schicken. Am Anfang, so morgens in der Aufwachphase, so wenn man nicht mehr richtig schläft, aber auch wenn man nicht richtig wach ist. Und die haben dann, das haben sie eine Zeit lang gemacht, und dann haben die morgens, nachdem ich auf war, immer angerufen, was bei mir angekommen sei. Und die Nachrichten sind immer richtig bei mir angekommen. Und dann hat man später gesagt, das kann ich auch tagsüber, ohne dass ich so, so im Halbschlaf sein muss, sondern ich könnte das üben. Und ich habe das dann geübt. Und inzwischen kann ich das sehr gut. Das ist eine reine Übungssache, aber ich weiß, eigentlich kann es jeder hier. Ich möchte behaupten, es kann jeder hier. Ja. Noch weitere Fragen? Vielleicht sage ich ganz kurz was zu den Kontakten. Weil ich sagte gerade, es hängt mit der Seelensignatur zusammen. Es gibt insgesamt 30.000 Kontakte auf der Erde, nur kaum jemand redet drüber. Der Alf hatte den Kontakt, weil die innerirdischen wussten, er wird dieses Wissen nach außen bringen. Ich hatte eine Zeit lang Kontakt mit einer, mit der Doye, das war eine Mongolin, die auch Kontakt nach Innererde hatte. Die war Dozentin an der Universität in Ulaanbaatar und hat dort offen über ihre Kontakte gesprochen, und die wurde relativ schnell geschmissen. Und es gab auch andere, die offen darüber gesprochen haben, dass die meisten tun es heute nicht mehr, weil sie einfach Angst haben um ihren Job, um alles Mögliche. Aber sie geben die Information weiter. Ganz viele Dinge, die wir heute hier, wo Wissenschaftler auch forschen und so weiter, sind auf Hinweise von Innererde zustande gekommen. Ich habe zum Beispiel, wurde immer wieder gefragt, was gibt es dort für Technik? Und dann habe ich ein Gefährt beschrieben mal, auch in so einem Vortrag, dass sie dort zum Beispiel Antigravitationsfahrzeuge haben, die werden hergestellt, indem man Sand schmelzen lässt und diesen Sand dann auskühlen lässt in Wabenform. Das sieht dann aus wie so Bienenwaben. Und diese Form hat Antigravitationseigenschaften, und unsere Beschreibungen von den fliegenden Teppichen, die wir in den Märchen haben, gehen darauf zurück. Das wird sehr elastisch, und es geht also wirklich hoch von der Erde. Und die haben dann vorne nur so eine Kugel drauf gehabt, und über diese Kugel haben die das gesteuert, gedanklich gesteuert. Und das habe ich auf einem Vortrag erzählt, und dann oder auf mehreren Vorträgen schon, und dann bekomme ich von allen Seiten jetzt Hinweise, welche Forscher und welche Wissenschaftler alle schon in dem Bereich forschen. Das heißt, es ist inzwischen bekannt, dass diese Wabenform Antigravitationswirkung hat. Ja? Rosa Bludorf hat ein Buch geschrieben, ich glaube nicht existent, wo die Frau Fossa eben diesen russischen Wissenschaftler kannte. Ja, Russe soll das gemacht haben. Solches Wabengebilde konstruiert, ist auch damit weggeflogen sozusagen, ist wieder gelandet, und es ist aber mit allem praktisch vernichtet worden. Er auch. Ja. Also das Buch heißt nicht existent. Ja, also ich kriege solche Hinweise immer, und es gibt inzwischen auch Berichte darüber öffentlich. Das ist jetzt für mich ein Beispiel, wo diese Technik zu uns hochkommt, wo das sind Kontakte, das sind Wissenschaftler, die das auch weitergeben. Ja? Ja? Noch eine Frage. Haben die den Bundesberg auch erwähnt? Steht der in Verbindung? Das dachte ich Ihnen, dass Sie gefragt haben. Alf hat sich dafür auch interessiert. Wir sagen, ja, es gibt eine Verbindung. Aber beim Untersberg, der Untersberg ist ein ganz besonderer Berg. Die Zeitphänomene sind richtig. Aber man darf da nicht
blauäugig dran gehen, weil dort gibt es auch Tore zu anderen Welten. Und wenn man da unbedacht mit umgeht, kann es einem passieren, dass man plötzlich auf einem Planeten landet, dessen Atmosphäre gar nicht für uns geeignet ist. Also auch das kann dort passieren. Es gibt mehrere Berge auf der Erde, zum Beispiel ist der Elias Rock auch so ein Berg. Und die Zeitphänomene existieren und es gibt auch einen Weg nach inner Erde, ja. Aber der ist nicht einfach zu finden. Ja. Darf ich noch was fragen? Ich kann laut genug sprechen. Ja. Sie haben vorhin erzählt, dass Ihr Gatte auch eine Einladung aus dem Weltraum hatte oder ins Universum. Ja. Ist er mitgeflogen? Ja. War das eine Art Beamen oder kann er das beschreiben? Nein, es war kein Beamen. Also das können die können auch von einem Planeten auf den anderen ihren Körper teleportieren. Das können sie, aber dann können sie nichts mitnehmen groß. Ja. Ja? Und deswegen haben sie auch Raumschiffe. Ja. Diese Raumschiffe, die sagen, was wir haben, sind Blechbüchsen. Die würden sich nie in so eine Blechbüchse, die Feuer unten rausgibt, setzen. Das ist für den Krieg zu riskant. Also es funktioniert völlig anders. Die bauen zum Beispiel die Hülle, indem die eine Form bauen und innen eine zweite Form reinsetzen. Also die gleiche innen nochmal. Und zwischen die beiden Formen geben die Bakterien. Und diese Bakterien werden gefüttert. Und die Ausscheidungen dieser Bakterien sind so eine zähe Masse. Bilden eine zähe Masse. Und diese Masse ist total elastisch fest, wenn die austrocknet, wird total elastisch und fest. Und das wird die Hülle fürs Raumschiff. Das beschreibt die Anastasia. Ja, das beschreibt auch Anastasia. Ja, also es war bei mir total witzig. Ich hatte den ersten Kontakt 2002 und ich bekam das erste Anastasia-Buch 2005 in die Hand und ich habe mich gewundert, da wurde all das ganz viel bestätigt von dem, was Alphas Innererde mitbrachte. Ja? Diese Raumschiffe werden mit der Technik gesteuert, die wir uns nicht vorstellen können. Einfach eben leider kein Wissenschaftler, sodass ich das jetzt hier nicht weitergeben kann, aber es hat ganz viel mit dem Elektron zu tun und ganz viel mit unseren Gedanken. Ja? Wenn da zwei Spezies leben, gibt es dann auch Mischlinge? Oder leben die nebeneinander? Die leben nebeneinander, ja. Also die sagen, sie machen es normalerweise nicht, aber wenn die Liebe irgendwo zwischen zwei Menschen fällt, normal sind sie nicht kompatibel. Ja? Aber er sagt, ihm wurde gesagt, wenn große Liebe da ist, kann der Mensch ganz viel erreichen. Und es ist vorgekommen, ja. Mhm. Ja? Ich habe jetzt mehr so die Hinweise. Es gibt ja verschiedene Kontaktabbücher, die in Deutschland im Wendler Verlag rausgekommen sind, wo amerikanische und andere Kontakte in den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren zum Teil auch solche Kontakte und Raumschiff mit Flügel und so weiter berichtet haben. Also es gibt dann in dem Sinn schon relativ viel oder sehr viel Kontakt der Literatur, die ich so kenne, das ist im deutschsprachigen Raum auch so gängig. Für mich ist auch interessant und auch die Frage, es gibt ja verschiedene Whistleblower im US-amerikanischen Raum und der Corey Good zum Beispiel, über den haben wir auch schon gesprochen, also beim Miami-Treffen, mal jetzt kurz angesprochen, das ist einer, der ein geheime Weltraumprogramm involviert war, der seit knapp 2 Jahren an die Öffentlichkeit geht, mit David Wilcock in den USA, und der beschreibt auch, dass er mit Wesen innerirdischen Kontakt gekommen ist und er als Sprecher der Sphärenallianz
sind jetzt mit Riesengroßen, ja. Ich weiß, dass das jetzt nicht ein Thema ist, aber es ist für mich eine gewisse Bestätigung, dass da mit welchen Wesen er Bescheid genommen. Es gibt Zeichnungen von Wesen, mit denen er mit ihnen in Kontakt ist, und laut seinen Informationen ist sozusagen der jetzige Zeitpunkt, dass die innerirdischen verschiedene halt auch nach außen gehen sollen. Das ist die Frage, wie weit diejenigen, mit denen der Alf in Kontakt war, das jetzt sozusagen das Wissen auch, soll es uns zugänglich gemacht werden, damit wir mehr Informationen kriegen, dass das genau ist. Und so in die Richtung. Also was sagen die innerirdischen, sollen wir noch 100 Jahre so weiter reden? Nein. Also erstmal, die Wesen, wo David Wilcock mit in Kontakt war, ich habe es nicht gelesen, ich kenne es nur über das Internet, leben nicht direkt in der Erde, die leben in einem Höhlensystem unter Tibet. Und dort herrscht eine etwas andere Zivilisation, das sind Außerirdische, die irgendwann mal hier auf die Erde gekommen sind und die dort leben. Haben mit Innererde direkt nichts zu tun, sind aber in Kontakt mit Innererde. Die Innerirdischen sagen, die Zeit ist mehr als rein und eigentlich auf der geistigen Ebene ist das Ding längst gelaufen. Nur die Materie ist halt träge. Und es ist aber nicht mehr zu ändern, es ist nichts mehr dran zu machen. Sie sprechen von der, die sagen, unsere Zahl 144.000, die in der Bibel steht, ist eine magische Zahl, die eine Änderung beinhaltet. Also wenn es 144.000 Menschen gibt, die wach werden oder wach geworden sind, dann wird das ein Selbstläufer. Und jeder auferwachte Mensch kann, das ist eine Information, die eine Familie bekam, kann 6.000 andere Menschen anstecken damit. Also so mit dem, was er tut und was er sagt. Also nicht alleine 6.000, aber das ist so eine Kettenreaktion. Das ist so wie der Schmetterling, der irgendwo in Südamerika was anstößt. Ja? Und genau so läuft das. Und deswegen sagen die, diese 144.000 waren magische Zahl, die ist seit Jahren schon überschritten. Und es dauert halt jetzt. Natürlich merken das auch unsere Regierung, die unter den Fuchteln der dunklen Außerirdischen stehen. Und die sind, man muss sich das vorstellen, ist wie so ein Raubtier, das nochmal richtig zuweist, bevor es stirbt. Ja? Also die ziehen nochmal richtig die Züge an, die wollen natürlich alles tun, um das zu verhindern, aber sie schaffen das nicht mehr. Ja? Man hört ja immer wieder, dass, sagen wir zum Beispiel auch in Köln, von unseren Politikern, wir sind in die tiefe, unterirdische Räume gestaltet werden, bis zu 500 Stockwerke runter. Besteht da auch mit diesen innerirdischen Kontakt zu diesen Bauwerken, die wir errichten? Nein. Also ist die Frage verstanden worden, Nicken? Es geht um die Bauwerke, die so gebaut werden, in die Tiefe rein von den anderen Außerirdischen, ob da Kontakt besteht. Ja, es besteht natürlich Kontakt zwischen denen. Die Innerirdischen haben schon diplomatischen Kontakt zu denen, aber es ist sehr, sehr schwierig. In Buch 3, was ich jetzt da ausgegeben habe, ist beschrieben, dass Alf mit einer dieser dunklen Außerirdischen, Bashira, das war eine Asura-Königin, mit der hatte er Kontakt, und die hat festgestellt, die ist auf dem Weg, versucht, das Licht zu finden. Und die sind damals 2005, sind die schon von der Erde weggegangen. Das waren aber nur 20% von denen, die noch da sind. Aber inzwischen
Allerdings haben die eben ganz viele Menschen als ihre Erfüllungsgehilfen und die sind die Schlimmeren. Das sind gar nicht die Ausländischen. Die Ausländischen sind gegen uns, die sind nicht mal so mächtig wie wir. Wir sind denen wirklich sehr überlegen. Und so, das hat Joe vorhin ja sehr schön ausgeführt. Wir sind viel mächtiger als die. Die haben nur deshalb Macht über uns, weil wir unseren eigenen Genossen, also wir geben denen die Macht. Ja? Wir lassen uns da unterbuttern, obwohl es nicht nötig wäre. In welcher Form? Mit unserer Angst? Ja, mit Angst. Das ist der erste, das ist der Not. Aber auch viele. Ja, alles Mögliche, genau. Das hatte Joey ja vorhin alles sehr schön bestimmt. Deswegen, ich brauche da gar nicht mehr in der Richtung viel zu sagen. Das so nur genau so läuft das ab. Ja. Nur, wir haben eigentlich eine viel größere Macht und dieser Macht müssen wir uns wieder bewusst sein. Es ist einfach dazu eine ganz, ganz spannende Begegnung. Nicht nur eine, sondern mehrere. Da wurde gesagt, pass mal auf, da vorne wird jetzt was geschehen und da war das so, da entstand plötzlich sowas, wie wir als Ort bezeichnen. Ja, eine Licht, ja, aber es sind keine Kugeln. Ihm wurde ihnen gesagt, das sind Tunnel in Dimensionstunnel in andere Dimensionen. Und es passierte wirklich, es entstand so eine Lichtkugel. Und die wurde immer größer, immer größer, immer größer und plötzlich stand ein materialisierter Mensch vor ihm und dieser Mensch sagte zu ihm, das ist ein Seraphim. Und uns wird immer gesagt, dass die Seraphim Gottes höchste Engel sind und dass die über uns stehen und so. Und dieser Seraphim hat zu ihm eine ganz, ganz spannende Aussage gemacht. Er hat nämlich gesagt, dass sie nicht über uns stehen, sondern sie sind eigentlich da, um uns zu unterstützen. Wir wären, als wenn wir wieder in unsere Schöpferkraft kommen, sind wir in der Lage, durch alle Dimensionen hindurch zu agieren. Also von der ersten bis in die zwölfte Dimension hinein, können wir geistig. Ja? Sind das Engelwesen auch? Ja, ja, genau. Sind das, was wir als höchste Engel bezeichnen. Und sie sagen, sie stehen, und das haben sie zu euch gesagt, auf gleicher Augenhöhe wie wir. Was hier zum Beispiel über das Christusbewusstsein gesprochen, oder? Ja, also hier kam die Frage, ob über das Christusbewusstsein gesprochen wird. Das spielt eine ganz große Rolle. Also es ist eine Energie eigentlich. Und es ist die Energie, die höchste Energie der Liebe. Und jeder Mensch kann es ansehen. Also Jesus hat damals gesagt, wenn er wiederkommt, ich habe es jetzt nicht wörtlich im Kopf, aber dass es nicht ein einzelner Mensch sein wird, sondern wird sich auf viele Menschen auswirken. Und ich glaube, dass wir können sind Energien, die wir anziehen können für uns. Und jeder kann für sich, wenn er in seine Mitte kommt, in seine Mitte und wenn seine Gedanken rein sind, seine Gefühle rein sind, kann er diese Christusenergie anziehen und dann ist er richtig massiver Schöpfer. Dein Mann spricht mit dir, hast du gesagt. Also, hier wurde gefragt, mein Mann spricht mit dir, also mein früherer Mann, ja? Ich bin jetzt wieder verheiratet, also. Der spricht auch mit mir ganz viel. Ja, aber ich bin mit ihm in Kontakt. Und da bin ich sehr froh drum, weil manchmal komme ich in seinen Tagebüchern an Stellen, wenn man so Tagebuch schreibt, da schreibt man ja auch nicht immer alles rein. Ja? Manches ist nur stichwortartig, aber er hat ganz viele Sätze schon geschrieben. Aber bei manchen weiß ich nicht, worauf bezieht er sich da. Und dann kriege ich die Information von ihm. Ja. Also ich bin im Kontakt und da bin ich sehr froh. Und kann er aus dieser Ebene, wo er sich befindet, mit den Begegnungen, die er hatte, kann er mit denen noch kommunizieren? Also hier wurde gefragt, ob er mit denen noch kommunizieren kann. Ja, kann er. Mhm. Ja?
wichtiger sind. Also wenn vor uns jetzt hier so ein Asomafisch stand, der könnte nichts machen. Der hätte keinen Einfluss auf uns. Wir haben wirklich nur Einfluss über die Menschen, die ihm dienen. Über die Erdenmenschen, die ihm dienen. Und die Innerirdischen, ich will nur ein Beispiel, die können sich energetisch schützen. Und ich kann nur ein Beispiel nennen, die können innerhalb von 17 Sekunden, ich habe jetzt an ihn geguckt, weil ich merke keine Zahl, und Gerhard hat genickt, weil kriegt ja die Tagebücher auch mit, können die eine Atomrakete neutralisieren. Innerhalb von 17 Sekunden mit ihren Gedanken. Die schützen sich auch nach innerhalb. Das ist für sie überhaupt kein Problem. Sie sind ja in der fünften Dimension. Ja. Das ist der Unterschied. Ja. Das ist ja nur angreifbar. Ja, genau. Wie alt werden die Menschen in der Erde? Wie alt? Die wurden alle mal älter, und die Innerirdischen werden so um die 200 Jahre alt. Ja? Wenn sie noch in Kontakt mit ihrem Mann sind, mit dem ersten Mann, wollte ich fragen, ist er jetzt auch im Besitz von universellem Wissen? Das heißt, über das Wissen, das er hier hatte, hinausgehen? Sind sie alle? Ja, aber ich meine, wir müssen uns noch sehr bemühen, nicht? Aber ja. Sie könnten ihn eigentlich befragen, oder? Ja. Vielleicht brauchen Sie ihn nicht mehr zu befragen. Ja. Weil Sie schon selber erläutern. Nicht erläutern, das hat nichts mit der Meinung zu tun. Das kann jeder Mensch. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, an Informationen heranzukommen. Einmal über unsere Genetik, das ist das Wissen unserer Ahnen, da ist alles drin gespeichert, zurück. Zweitens über unser Astralfeld, da ist unser gesamtes Wissen aus allen Inkarnationen drin gespeichert. Und drittens über das göttliche Geistfeld, das, was wir als Akasha-Feld bezeichnen, und auch über das Morpho-Feld. Also wir haben diese Anbindung, alle, wir nutzen sie nur nicht mehr. Wir können das wieder lernen, und das ist ganz wichtig, dass wir das auch tun. Ja, aber bitte? Ja, wo soll man das lernen? In der Kirche? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ganz wichtig ist, dass wir unser drittes Auge wieder aktivieren. Das ist unsere Zirbeldrüse, die haben anderen, das nennt man den Kreis. Bei der Taufe, ja, und das können wir wieder öffnen, wir sind Schöpfer. Ja? Also die Zirbeldrüse, die Hirnanhangdrüse und der Hypothalamus. Und die Zirbeldrüse wächst bei den Menschen, der sehr aktiv benutzt. Weil ganz wichtig ist, unsere rechte Hirnhälfte wieder zu benutzen. Unsere weibliche Seite. Unsere ganze Kultur ist rein männlich, rein patriarchal aufgebaut. Also auch unsere Wissenschaft. Wenn unsere Wissenschaft nicht nur rein intellektuell wäre, hätten wir keine Atomkraftwerke. Ja. Aber da hinten war jetzt eine Frage, bevor ich da hingehe. Ja? Hast vergessen? Ich habe es nicht vergessen. Ich habe eigentlich dazu, was Carmen Kurs gebracht, wegen der Macht, wie sich die Innerirdischen schützen. Wir haben gestern Abend darüber diskutiert, über was war es nochmal, sagst du bitte? Ja, wir haben über verschiedene Themen gesprochen. Ja, das ging mir dann, die Frage, welche ich dann herausstellen wollte, und gestern ging ich davon aus, oder auch vorher schon, dass wir gleichmächtig sind wie die Innerirdischen. Ja, was heißt gleichmächtig? Wir haben uns was abgegeben. Ja, wir könnten es sein. Wir könnten es sein. Wir sind es nicht mehr, weil wir unsere Macht abgegeben haben.
spannende Gedanken da auf jeden Fall, dass die Oberpriester uns quasi runter, wie soll ich sagen, degradiert haben, geistig. Und dass wir es deshalb also nicht mehr können, denke ich. Kannst du das so bestätigen? Oder? Das ist meine Theorie. Ich glaube, Anastasia hat es geschrieben. Ja, das kann man. Ja, genau. Das kann man eigentlich auch ganz, ganz leicht beschreiben. Das hat, unsere Gedankengeschwindigkeit hat ganz viel damit zu tun. Jetzt bin ich, dann bin ich bei meinem Lieblingsthema, das Elektron. Die Innenmenschen haben zu Alf immer gesagt, wir sollen uns mit dem Elektron beschäftigen. Dann würden wir ganz, ganz viel erfahren. Dann kämen wir auch in Kontakt mit Gott. Und jeder Gedanke von uns entlässt ganz in so einen Elektronenstrom. Ja? Und je schöpferischer unser Gedanke, und jedes Elektron hat einen eigenen Spin, also eine eigene Drehung. Und je schöpferischer unser Gedanke ist, umso schneller wird diese Elektronendrehung. Umso schneller dreht sich dieses Elektron. Oder diese Elektronen, die wir aussenden. Gedanken, die nicht schöpferisch sind, da passiert nichts, dann ist das sehr langsam, das ist träge. Aber aufbauende, schöpferische Gedanken, da wird das Elektron ganz stark beschleunigt. Und unsere Wissenschaftler haben auch schon festgestellt, dass wir, Gerd, hilf mir nochmal bei der Zahl, dass das Elektron sich bis zu einer, wie viel? Das Elektron mit so vielen Informationen aufladen können, dass es bis zu 32 Quadratmeter Lichtgeschwindigkeit. Sich, also deine Geschwindigkeit bis zu 32-fachen Lichtgeschwindigkeit bekommt. Eine positive Vision heißt Linsum, eine negative Vision, das ist Teufel zum Beispiel, drei Drecksum und so kommt auch, dass auch so viele Visionen haben, die sie jetzt nicht verwirklichen, dass sie gleichzeitig Zweifel haben, die das wieder abbauen. Ja, genau. Und deswegen, die Gedanken, das ist mit Gedankengeschwindigkeit. Also wir beschleunigen, können die Elektronen immer mehr beschleunigen. Und je stärker wir die beschleunigen, umso größer materialisierende Wirkung haben diese Elektronen. Ja? Das ist genauso richtig, dass ich gewonnen habe. Gehen wir nochmal zurück auf diese Atomraketen, das dauert vor 17 Sekunden. Es gibt ja genügend Berichte, wo das schon passiert ist, ja, wo sie diese Atomraketen entschärft haben, weil das nicht gemacht worden wäre. Ja, dann würde ich jetzt nicht weiter denken, was da passiert wäre. Ja, kann ich nur bestätigen. Ja. Da, warte, da war ja hinten erstmal. Haben diese Menschen in der Innenmodernen auch Ängste? Nein. Nein, überhaupt nicht. Also in Indien lebt eine Zivilisation, die sich nicht über das Sein definiert, sondern über das Haben. Und nicht über das Haben definiert, ja, okay, ja, sondern über das Sein. Und die Kinder werden schon als Schöpfer gesehen. Und deswegen finde ich dieses Thema Leistschule ungeheuer wichtig. Aber die Indien sagen sogar, die Eltern sind schon beim Baby die schlimmsten Behinderer. Ja, indem sie sagen, das kannst du nicht oder das geht nicht oder ein Kind einfach abnehmen, was es machen will oder erlaube solche Dinge. Das mache ich, ich kann das keinem Elternteil jetzt irgendwie als bösartig anrechnen. Wir haben es halt so gelernt, wir kennen es nicht anders. Ich habe ganz viele Fehler bei meinen Kindern gemacht, das weiß ich. Aber wir müssen davon wieder weg, wir müssen unsere Kinder als was Gleichwertiges sind. Das sind genauso erfahrene Seelen wie wir. Ja? Und wir müssen die auf gleiche Augenhöhe betrachten. Und das machen die Innerirdischen auch. Und wenn wir das tun, dann werden unsere Kinder ganz schnell wieder diese hohe Gedankengeschwindigkeit haben und wieder in ihre volle Kraft kommen. Deswegen, ich bin begeistert, was hier auch mit der Leistung passiert ist. Christa, das finde ich jetzt ganz toll, weil nämlich auch der Georg Branscher da ist, der auch ein
Leitschule gründet und 2017 starten möchte. Und da möchte ich ganz herzlichen Dank sagen, dass du jetzt das mit der Leitschule so erwähnt hast. Und 2017 im September wird hier in diesem Zentrum eine Leitschule mit Georg Bander Brandstätter starten. Dankeschön. Ja, sind noch, ja? Es war früher die Rede von der Zirbeldrüse. Ja. Und der Kontakt zu, oder das Reichen von Informationen. Wir haben ja noch ein Organ mehr, die Amygdala, die mit dem ganzen System verbunden ist. Und die kann man auch aktivieren. Ja, sicherlich. Wir können alles Mögliche aktivieren. Also, auch unsere, wir können auch eine ganze Menge über unsere Chakren, über alles, nur wir befassen uns zu wenig damit. Da ist eine ganze Menge zu lernen. Das ist ein ganz mächtiges Organ, sitzt im Schneckenlappen. Ja. Ja, ich habe mich da auch noch nicht so viel mit befasst. Ja, muss ich sagen. Ja? Also sie wird gefragt, ob die sich, ja, wie sie sich ernähren. Sie könnten sich über Licht ernähren, aber sie sagen, warum sollten wir das tun? Gott schenkt uns so viele tolle Früchte. Die Himmel in meinem Garten sind, schmecken mir viel zu gut, als dass ich darauf verzichten würde. Also sie sagen, wir haben einen materiellen Körper, warum sollen wir dem nicht das geben, was Gottes Natur uns gibt? Sind Sie Vegetarier? Die Homo sapiens, die dort leben, sind Vegetarier, alle. Die Rectus nicht vollständig, aber das hat einen Grund mit ihrer Zivilisation, das hat einen Grund mit der Art, wie sie mit Tieren umgehen. Sie würden nie ein Tier töten, aber sie haben eine ganz, ganz innige Beziehung zu Tieren. Und Haustiere hält da keiner. Aber sie haben ihre Tiere in der Natur, die ständig zu ihnen kommen, mit denen sie eine Beziehung aufbauen. Und bei den Rectus sieht es so aus, dass die Tiere, wenn die sterben, zu den Rectus an die Häuser kommen und dort sterben. Und die Rectus essen dann den Körper in Andenken an das Tier. Das hat halt eine ganz andere Bedeutung in deren. Ja, ich erzähle das mit dem Otter. Also Alf hat in Innerhalb mit einem der Rectus Freundschaft geschlossen, der hieß Stauser. Und er kam dann nach Innerhalb und dann hat Stauser ihn gefragt, möchtest du meinen Otter kennenlernen? Und dann hat Alf gesagt, ja gerne. Und dann ist der lebte an so einem See und dann ist er an den See gegangen und hat dort auf den Boden geklopft und kurze Zeit später kam ein Otter angewatschelt. Und der hat auch mit dem Otter dann rumgespielt und hat ihn geknuddelt und so weiter. Und eines Tages, als Alf dann wieder in Innerhalb war, sagte er, mein Otter ist gestern gestorben. Und er hat den dann gegessen in Andenken an das Tier. Unglücklicherweise passiert das nur bei dem Rectus, dass die Tiere dorthin kommen, ihren Körper dort ablegen. Also das machen die nicht bei den Homo sapiens, weil die Homo sapiens die Tiere nicht essen, wenn sie tot sind. Interessant ist übrigens auch, dass auf unserem Planeten für zwei Spezies Pflanzen wachsen. Die Rectus können zum Beispiel manche Dinge, die wir essen, nicht essen, dafür können die Dinge essen, die uns nicht bekommen. Uns bekommen zum Beispiel rohe grüne Bohnen nicht. Oder rohe Bohnen generell nicht. Und die Rectus können die hervorragend essen, roh. Auf der anderen Seite können die Rectus keine rohen Äpfel verzehren. Da kriegen die Bauchschmerzen voll. Die essen zum Beispiel Vogelbeeren mit größtem Vergnügen. Bei uns ist das nicht so toll. Ja, also es wachsen und die Rectus essen zum Beispiel auch Pilze, die uns nicht bekommen. Also es wachsen, unsere Erde ist ausgerichtet von den Nahrungsmitteln für zwei
für diese beiden Spezies? Sollten langsam zum Schluss kommen, vielleicht noch eine oder zwei Fragen. Ganz dringende. Ja? Ja, ich sage, also hier wurde gefragt, warum der Molarorden aufgelöst wurde, der ja 3700 Jahre existiert hatte, weil die Zeit reif ist dafür. Also das war ja ein Orden, in dem man nicht so einfach eintreten konnte, da wurde man gefragt, also wurde man eingeladen dort in den Orden und man musste schwören, dass man mit niemandem drüber redet. Als Altermanns eingeladen wurde, hat er gesagt, das mache ich nicht, dann gehe ich gleich wieder. Aber weil er mit mir über alles gesprochen hat, dann haben sie gesagt, gut, die Ausnahme kannst du machen, aber mehr nicht. Wäre dieser Orden nicht aufgelöst worden, hätte er einfach die Polyphbücher gar nicht rausbringen können. Und die Innerlöschen haben gesagt, die Zeit ist reif, dass das Wissen unter die Menschen kommt. Und es ist ganz viel Wissen unter die Menschen gekommen, seit dieser Orden aufgelöst wurde. Es gibt ja keine Nachfolger mehr von dem Orden. Nein. So, noch eine ganz wichtige und dann machen wir Schluss. Ja? Ich habe da eine Frage, wenn der DNA ist, also unter ist ja zweisträngig und. Ah, ja. Also. Und der Polster 12. Ja, also das mit den 12 Strängen. Ja, das, also es geht um die, unsere DNS. Die innerische DNS hat auch nur zwei materielle Steine, aber die sagen, die anderen Stränge haben wir auch, die nutzen sie nur nicht. Die sind bei uns halt stillgelegt. Und zwar ist das das, was unsere Wissenschaftler als Junk-Gene bezeichnen. Und zwar hat jeder Mensch zwei materielle DNS-Stränge und die sind perfekt. Ja? Mehr brauchen wir für unseren materiellen Körper nicht. Da kann ich auch nur auf Bludorf und Vorsack hinweisen, die haben das wunderbar beschrieben. Sie ist perfekt, unsere zweisträngige materielle DNA. Allerdings haben wir alle noch vier Stränge im Feinstoff, die im feinstofflichen Bereich fehlen und sechs Stränge, die uns mit der geistigen Welt verbinden. Und die haben wir, die schläft bei uns. Die können wir wieder nutzen. Vielen Dank, liebe Christa, für deinen spannenden Vortrag. Im letzten Teil unserer Veranstaltung kommen. Darf ich euch ein Lied präsentieren? Darf ich auch selbst ansagen? Es geht wieder um unsere goldene Erde. Mir sind da einige Worte zugefallen. Dazu habe ich eine Melodie gemacht und so ist dieses Lied entstanden. Ich werde das in Englisch singen. Es gibt auch eine deutsche Version, aber das ist noch nicht ganz fertig. Aber ich werde den Text jetzt dann in Deutsch vorlesen. Wie gesagt, dann in Englisch singen. Ich sehe eine Welt, wo Frieden ist. Die Natur ist gesund und die Ozeane sind wieder rein. Wo Respekt herrscht gegenüber allem und Brüderlichkeit herrscht. Keine Angst, kein Hunger und kein Grund zur Verzweiflung. Kannst du dir eine solche Welt vorstellen? Ist das nicht eine wunderbare Welt? Ein Traum wird wahr. Wir brauchen es nur zu tun. Wir brauchen es nur zu tun. Zusammen für immer, vereint im Namen der Liebe. Zusammen für immer, vereint im Namen der Liebe. Es ist eine Vision, aber keine Illusion. Wir realisieren,
visieren eine goldene Erde. Glänzende Kinderaugen und kein Grund zu weinen. Und zusammen machen wir eine goldene Welt. Zusammen für immer, vereint im Namen der Liebe. Könnt ihr eine Welt sehen, wo nur Frieden ist, wo die Natur gesund ist und die Ozeane rein sind, wo sich die Menschen respektieren und in Brüderlichkeit leben, wo keine Angst, kein Hunger und keine Verzweiflung ist? Kannst du dir eine solche Welt vorstellen? Kannst du sie dir vorstellen, wo es nur Liebe gibt? Zusammen für immer, vereint im Namen der Liebe. Wacht auf, steht auf für Mutter Erde. Es ist Zeit, Licht in unsere Herzen zu bringen. Wacht auf, steht auf für Mutter Erde. Es ist Zeit, unsere Herzen strahlen zu lassen. Zusammen für immer, vereint im Namen der Liebe. Can you imagine this wonderful?
Dankeschön. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Einige Erkenntnisse bekommen. Und wie gesagt, wenn die Liste durchgehen lassen, wo ihr die E-Mails aufschreiben könnt oder Telefonnummer oder was auch immer, es ist ja angedacht, mehrere Veranstaltungen dieser Art hier zu machen. Und wir werden es dann mit dem Verteiler eingeben und dann bei der nächsten Veranstaltung natürlich anschreiben, wenn ihr das wollt. Und vielleicht sehen wir uns dann bald wieder bei der nächsten Veranstaltung. Wie gesagt, ich bin jetzt von tausenden Leuten in der Pause angesprochen worden. Sie möchten den Gong hören. Ja. Vielleicht gehen wir kurz in die Stille. Konzentrieren wir uns auf den Ton. Konzentrieren wir uns. Und vielen Dank fürs Kommen und eine gute Heimreise. Danke.